Hallo Leute, es geht weiter mit Lucius. Ist schon wieder eine Weile her. Ich hatte schon bei Fairy erwähnt gehabt, dass ich, Freude, nach 3 Jahren Let's Plays, mir einen neuen Prozessor und ein neues Mainboard gekauft habe. Und es wurde auch wirklich mal Zeit. Ich hoffe, dass ihr jetzt in diesem Part und in den letzten Parts von Lucius sehen werdet, dass die Qualität sich deutlich, hoffentlich endlich verbessert. Nachdem ich damals eine neue Grafikkarte, Festplatte, dies, das gekauft hatte, in der Hoffnung, dass sich dieses Ruckeln und das alles verbessern, auch ich selber nicht mehr so ruckeln in Aufnahmen, habe ich jetzt das Letzte gemacht, was notwendig war. Und ich freue mich super mega doll über diesen Computer, wie er jetzt ist. Und ich glaube, dass ihr auch eure Freude daran haben werdet. Und dafür habe ich das halt auch gemacht. Und deswegen genießen wir doch einfach mal die nächsten Spiele, die auf meinem Kanal kommen werden, weil umso mehr Spaß und Freude macht das natürlich, wenn die Qualität der Spiele sich auch verbessert. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig es für mich ist, in ein Spiel zu gehen, aufzunehmen, Freude dran haben zu wollen, und dann ruckelt es halt die ganze Zeit. Und ich verdiene nicht so viel Geld, dass ich halt mir das immer einfach alles eben leisten kann. Umso mehr und umso schöner ist es jetzt, dass ich das getan habe. Und bin immer noch sehr, sehr dankbar, wollte ich an der Stelle sagen, für all die Zuschauer, die das bisherige ertragen haben. In einigen Spielen ging das ja auch immer und in anderen geht es halt gar nicht. In Zukunft wird das hoffentlich viel besser werden. Vielleicht überlege ich mir auch mal, das ein oder andere Spiel ja vielleicht sogar nochmal aufzunehmen und nachzulet's playen, einfach weil ich damals noch angefangen habe und das von der Qualität nicht reichte, sei es von meiner Art vielleicht her oder sei es von der Spielqualität her. Und das ein oder andere Spiel, so zum Beispiel Remember Me oder irgendwas, keine Ahnung, könnte man vielleicht nochmal nachspielen, obwohl ich halt 10.000 andere auch noch auf der Liste habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem kleinen Lucius was nachholen muss. Hatte ich halt bei Fairy auch schon erwähnt. Wiederhole, weder Banderole noch Triole, sondern ich musste ja natürlich alles sichern von meinem Computer. Es musste ja alles neu gemacht werden. Ich habe auch ein neues Betriebssystem jetzt drauf und so weiter und so weiter. Deswegen muss ich manchmal die Spielstände noch nachspielen. Auch wenn sie gesichert wurden, ist es halt manchmal so. Und bei Lucius ist halt auch ein automatisches Speichern da. Und jetzt muss ich mal nachgucken. Ich finde, es läuft sehr, sehr gut jetzt. Und es freut mich sehr. Ich hoffe, das bleibt jetzt immer so von der Qualität. So, er ist keine Bedrohung mehr. Sie könnten beide hier in der Kammer bleiben. Niemand wird je davon erfahren. Das war jetzt der Wayne. Hat die Kotze, sodass ich schwächer werde. Ich werde es ihm zeigen. Wir wollten aber, glaube ich, jetzt zuletzt eigentlich zum Lehrer, ne? Die Mami hatte gesagt, wir sollen zum Lehrer gehen. Dafür müssen wir, glaube ich, runter. Wo bin ich denn jetzt? Ne, ich bin, genau, runter und dann auf die andere Seite. Gehen wir nochmal zum Lehrer und dann wiederhole ich das nochmal eben. Hätte ich natürlich jetzt loslaufen können und dabei quatschen können. Ich Nase. Ich sehe aber an der Framerate und es ist schon ein deutlicher Qualitätserhöhung. Ich finde schon, dass man das jetzt während des Spielens schon sieht. Man muss eigentlich nur in den letzten Part reingucken, dann weiß man, wie es vorher war. Junge, Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen. Da ist Papa. Hallo, Lucius, ich habe ein paar wichtige Papiere auf meinem Nachttisch vergessen. Holst du sie für mich? Genau, die holen wir jetzt nochmal eben. Ich hatte das eigentlich alles gemacht, aber umso schöner ist es ja jetzt zuzugucken. An meiner Framerate sehe ich auch, dass sie überhaupt nicht mehr einbricht. Das war vorher in Lucius komplett anders. Über Geister. Geil wäre natürlich auch nochmal so eine Spiele wie... Quatsch, da will ich gar nicht hin. So eine Spiele wie... Mama hat doch auch noch Hausarbeit für uns, oder? Lucius, du hast mich erschreckt. Entschuldigung, Mama. Hast du nicht noch was für mich? Mama. Mama. Mr. Quinn wartet auf dich im Studierzimmer. Beeil dich, sonst kommst du zu spät. Nee. Ja, aber, werde ich jetzt gerade dahin geleitet? Nein, ich werde jetzt zum... Jetzt werde ich zum Lehrer geleitet. Mal egal. Wir machen alles auf einmal. Da ist Papa, der will die Papiere. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Egal. Wenn ich schon mal hier bin. Geht's da nicht runter? Ja. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Dann machen wir erst das mit dem Lehrer und dann holen wir die Papiere, Leute. Juhu. So. Wo warst du, Lucius? Ich habe auf dich gewartet. Da ist der James. Den muss ich ja eigentlich nur... Mein Privatlehrer James muss wieder Mathe machen. Ich hasse Mathe. Baba. So,
3, 2, 1, ne? Welche von diesen drei Karten ist die richtige Antwort? Ne, 3, 1, 2 oder so war das, ne? Von wie den Karten. Viel ist 1 plus ja, okay. Kriegst du jetzt einfach hier, 1. Bitte? Sehr gut. So, jetzt kriegst du die 1, oder? 1. Wie viel ist hier. 1 plus 2 minus 2? Sehr gut. Und jetzt 2. Wie viel ist 6 minus 4 plus 7? 3, 2. 2, 2. Minus 8. Voll der schnelle Rechner. Gut. Gut. Das nächste jetzt willst du dein Biologiebuch, ne? Hast du dein Biologiebuch dabei? Nein, hast du. Das ist kein Biologiebuch. Lass mal sehen, ob ich eins für dich finde. So, der sucht jetzt eins. Wir können ihn natürlich manipulieren, wissen aber noch nicht wozu. Bin ehrlich, hab nochmal nachgeguckt natürlich, was ich als nächstes tun sollte. Warum bekomme ich immer solche? Beziehungsweise weiß jetzt zumindest, dass der nächste Schritt auf jeden Fall ist, dass wir die Papiere vom Papa holen. Das hatten wir sowieso gerade vor. Ich will aber nicht nach oben. Geht's hier wieder nach oben oder geht's nach unten? Willst du jetzt die ganze Zeit das Buch mitschleppen, Lusche? Du bist ja aber auch so ein Honk, ne? Ich schmeiß das mal weg hier. Schmeiß mal einfach auf den Boden. So, egal. So, jetzt müssen wir in Papas Schlafzimmer Papiere holen. Das ist wichtig. Dann sabbelt er nochmal mit dem Typen. Dann musst du jetzt auch keine Fotos machen. Was machst denn du hier? Die Steuerung ist auch immer so komisch. So, jetzt hast du die wieder an. So, Papiere. Wunderbar. Und dann auch der gleiche Schlüssel. Genau, und der Schlüssel war mein Problem. Ich wusste nämlich nicht, wo ich den Schlüssel einsetzen sollte. Da habe ich natürlich nachgeguckt. Und das war irgendwo hier. Kann man den benutzen. Da. Jetzt habe ich es nämlich benutzt. Was war jetzt... Was ist da drinne? Das kann so nicht benutzt werden. Was steht denn da jetzt? Ich muss wieder machen. Bei den Papieren liegt auch ein Schlüssel. Sieht aus wie ein Schubladenschlüssel. Habe ich benutzt. Ah, 66 1966 und das ist natürlich der Code. 66 1966. Hat er das irgendwo notiert? Hat er das? Wenigstens geht das jetzt schneller. Ja, ja, 66 1966. Gut, wunderbar. Das haben wir und die Papiere. Dann geht es jetzt wieder zurück. Wo bin ich? Ich darf mich nicht verirren. Und das tue ich hier gerne. Ja, das ist in Ordnung. Da kannst du lang. Wir gehen wieder den Weg der Kenner. Denn wer kann, der kann. Der kennt das Haus. Wir können auch über die Terrasse laufen, aber wir gehen einfach hier lang. Das ist egal. Das ist in dem Fall egal. Wir wollen wieder rüber ins Studiozimmer. Das ist schön. Dusches. Genau, das ist in Ordnung, wenn man von hier aus hochkommen würde. Aber irgendwie irritiert mich das gerne mal. Können wir hier... Ja, doch, können wir. Hier weiß ich den Weg immer nicht so gut, weil ich den noch nicht so oft gegangen bin. Dann geht's doch hier hoch, ne? Ja. Ach, Lucius. Es ist so schön mit dir. Hallo, Mama. Du weißt, wie er ist. Immer einen Schatz auf Lager. Mami. Mami, du Psycho. In Ordnung. Oh. Was könntest du noch tun? Die Schmutzwäsche. Irgendwo Schmutz. Weißt du, ich habe ihn noch nie etwas Lustiges sagen hören. Jetzt mal einen Satz erstmal zu Ende reden. Du, Mama. Wayne James. Papierstück. Okay. So, Papa, hier sind deine Papiere. Was machst du nur den ganzen Tag? Papiere, Such Papiere. Dir selbst eine Beschäftigung. Papiere. Danke, Lucius. Da stimmt etwas nicht. Red mal mit dem Typen jetzt nochmal. Da ist er nämlich. Hallo, Sir. Ich wollte nur fragen, haben Sie heute für mich irgendetwas Besonderes zu tun? Ja, das habe ich vergessen. Gib mir einen Augenblick, ich muss nur zuerst etwas suchen. Kein Problem, auf deine Sir. Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Wieso redet er mit mir? Ich bin doch gerade quasi gar nicht da. Okay, gut. Er ist nicht da. Ich mache mal hier die Tür geschickt wieder zu. Der soll ja nicht sehen, was ich jetzt hier mache. Jetzt, wo wir die Papiere für den Code haben, benutzen wir die natürlich auch. Quatsch. Die muss ich aus dem Kopf machen, ne? So, was war denn das jetzt nochmal? Die mit 66? 66, 1966.
Das hatten wir ja schon mal damals probiert, falls ihr euch erinnert, den Code. Wie kann ich das drehen hier? 5, 6, 6. Jetzt ist die Frage 1966, wie mache ich das? Kann man da irgendwas überhaupt erkennen? Mache ich das jetzt hier? Ah, cool. Ach, 1966 geht's noch? Ja, cool. Gibt's auch 66? Geht, so weit geht er? Okay. Nee, geht er nicht. Muss er doch aber. Doch, geht er. Ich habe noch nicht weit genug gedreht. Nein! Oh. 6, 6. Ganz genau hier. 19. Jawoll. Und was kriegen wir? Eine Knarre. Das ist doch schön. Machen wir mal schnell den Tresor wieder zu, damit Papa nichts merkt. Was steht da jetzt? Ich habe eine Pistole im Tresor gefunden, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Ich glaube, damit ist das Rätsel gelöst, wie wir oder zu was wir den Lehrer manipulieren als nächstes. Ich glaube, das könnte die Pistole sein. Herr Lehrer, ich mag kein Mathe. So, wie mache ich das jetzt nochmal? So, damit ist er manipuliert. Jetzt kriegst du die Knarre und dann hat sich's. Ach, der ist ungeladen. Hm, es muss doch irgendwo sein. Warte, warte. Nimm die Knarre. Aber dann erschieße ich ihn ja. Das ist ja doof. Will ich doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen die bestimmt irgendwo hinlegen, die Pistole. Aber sie ist halt nicht geladen. Ungeladener Revolver. Kannst du ihn nicht einfach damit erschießen? Aber dann wüsste jeder, dass er es war, ne? Ist auch nicht gut. Kannst du das... Ich glaube, die müssen wir wirklich erstmal... Wie lade ich die denn? Was steht denn da jetzt? Steht da nichts mit... Da hat man einen Pingpong, aber sie ist nicht geladen. Wenn mein Lehrer etwas nicht findet, wird er echt frustriert. Das macht seinen Geist schwach. Ja, aber da steht nichts, ein Hinweis oder so, wo ich jetzt die Munition herbekomme. Oder habe ich welche? Können wir dieses Ding nochmal verwenden? Verwende mal dieses komische Ding. Wie mache ich das denn? Nicht mit der Taschenlampe, Lucius. Das macht keinen Sinn, du. Ach so. Da kann ich das jetzt hinlegen. Ist da Munition? Nö. Hä, aber das weiß ich doch selber, dass ich die dann da hinlegen kann. Dass die hier am Ende oh, oh. Mit der Knarre in der Hand. Das darf sie nicht. Wie, jemand kann dich sehen? Natürlich darf man mich sehen. Ich soll doch auch hier sein. Ich darf halt nur nicht mit der Pistole hier wahrscheinlich rumeiern. So, wenn ich jetzt hier so gesehen werde, ist es doch egal. Du musst keine Angst haben. Wir suchen jetzt Muni, ne? Wer hat denn Muni? Wer könnte denn mal Muni haben? Papa? Der hat doch auch den Revolver. Dann hat er doch auch Muni. Müssen wir nochmal zurück zu Papas Bürozimmer. Was machst du nur den ganzen Tag? Geht ihm gar nichts. Beschäftigung. Hast du hier Muni, Papa? Muni? Du kannst das nicht machen, solange dich jemand sehen kann. Da ist sie aber, die Muni. Ja, dann nimm mit, ne? Juhu! Was man hat, hat man. Die habe ich natürlich gar nicht mitgenommen. Ich habe die nicht in der Hand. Ist egal, ich darf hier lang. Darf ich den auch umbringen? Kann man den auch töten, hier den Typen? Das wäre natürlich schön. Ich muss aber eh da lang, ne? Ich laufe hier so ein bisschen Viri gerade. Viri Schmiri. Auf deine Mutter, ja? Du nervst mich. Reg mich nicht auf. So. So, da ist nämlich jetzt dann, warte, die machen wir, kombinieren wir mal. Warte, warte. So. Uhu,
Diese Dinge gehören zusammen. Natürlich gehört das zusammen. So, und jetzt geht's wieder los hier mit ihm. Oh, vielleicht sollte ich ihn nicht anstrahlern. Und jetzt der Revolver. Wie mache ich das jetzt? Ah, okay, jetzt wird's mir hier auch angezeigt. Alles klar. Ja, viel Spaß, ne? Objekt wurde korrekt verwendet. Jetzt ist es ja eigentlich nur ein noch, ihn da mit der Pistole, bitte. Du musst erst einen Menschen, habe ich doch. Und jetzt damit, komm, nimm sie. So einfach geht das. Direkt vor den Augen des armen Jungen erschoss er sich. Nein! Für Homeschooling. Die Lage wurde immer schlechter. Der Lehrer des Jungen beging Selbstmord. Da hätte alles klar sein sollen, aber etwas verschleierte die Wahrheit. Die Pistole, die er benutzte, gehörte Charles Wagner. Aber als der Schuss fiel, sprach Wagner in einem anderen Zimmer mit seinem Chauffeur. Die Pistole wurde in einem Tresor in Wagners Büro aufbewahrt und war nicht einmal geladen. Ich war verwirrt, wie der Lehrer an die Waffe gekommen war. Das gab mir zu denken. Er hätte den Fahrer erpressen und die ganze Sache arrangieren können, aber das war Spekulation. Das Anwesen war in einem kompletten Durcheinander. Mrs. Wagner litt deutlich und befand sich in einem gebrechlichen Zustand. Einige der verhörten Personen haben mir erzählt, sie führe Selbstgespräche und würde ohne Grund lachen. Wer könnte ihr das verdenken? Besonders nach dem, was dann passierte. Dafür hätte man ein Genie sein müssen. Wir entdeckten, dass der kleine Filmcontainer von Onkel Tom noch einem anderen Zweck diente. Dort könnte ein kleines Loch für bestimmte Gelegenheiten gewesen sein. Ich sah nur nicht den Sinn. Mr. Wagner war nun vollständig davon überzeugt, dass seine Familie irgendwie verflucht worden war. Noch schien dies sehr weit hergeholt zu sein. Juni 1973, Voyeur. Da wacht er wieder auf, der kleine Mann. Papa Satan ist sicher stolz. Wieder jemand tot. Was sagt das Ouija-Brett? Gläubige Menschen nehmen mich als Symbol. Du kannst mich drehen und stark werden wohl. Aha. Kann ich das? Das möchte ich nochmal hören. Nochmal. Gläubige Menschen nehmen mich als Symbol. Du kannst mich drehen und stark werden wohl. Ja, das ist doch das Kreuz. Ja, weil er doch immer stärker wird dann dadurch. Und wir sollen mal die Wäsche machen. Wir sollen Wäsche einsammeln. Können wir das mal überall so tun jetzt? So für die letzten Hausarbeitsschritte? Finden wir auch in unserem Zimmer vielleicht Schmutzwäsche? Oder wo finden wir Schmutzwäsche? Überall und nirgendwo. Klar, der Wäschekeller ist unten. Aber wo finden wir überhaupt schmutzige Wäsche? Da, hier, nee, das ist ja die saubere. Die ist ja schon zusammengelegt. Hat hier vielleicht noch jemand irgendwas? Eine Weinflasche. Okay. Hier ist das Schmutzwäsche. Kann man die nehmen und in den Dings packen? Nehmen wir die jetzt einfach mal mit? Die Socke, die eklige. Ist schon witzig. Wir nehmen mal die Socke einfach mit. Bisschen Hausarbeit muss sein. Er hält die ja auch so. Es ist, guck mal, hier, Kreuz. Gläubiges Symbol, Stärken. Nee, passt doch. Wäsche ist sowieso hinten. Also gehen wir mal hier lang. Viel Wäsche ist das ja nicht. Das ist ja nur eine Socke, aber
Bestimmt gibt es hier noch mehr. Was liegt hier? Ne, nicht die Socke wegwerfen, die brauchen wir, die ist wichtig. Damit wir unsere Hausarbeit quasi erledigt haben. Laufe ich mal hier nach hinten einmal rum. Da ist jetzt, genau, können wir dies jetzt hier irgendwie, wo, dö. Das schwächt mich, das Kreuz, ist nicht in Ordnung. Können wir die in die Körbe packen oder müssen wir die hier einfach nur sortieren? Okay, dann lass die mal eben fallen. Die Socke ist ja jetzt hier. Man sollte doch die Wäsche sortieren, aber die ist doch schon. Oder? Oder muss ich das woanders machen? Hm. Also hier kann ich scheinbar nichts machen. Türen wieder zu. Kann ich das nochmal irgendwie nach Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe sortieren, die Fleischkisten wegbringen. Schmutzwäsche nach Farben in die richtigen Körbe. Also muss hier rote Wäsche rein und da die andere. Aber wenn ich jetzt hier meine Socke nehme, dann habe ich ja trotzdem, ja, dann wird das nicht die richtige Wäsche sein, die wir wollen. Aber seine Socke ist hier gelandet. Also falls er seine eine Socke sucht, ne, der ist ja auch schon tot, ne? Haben wir den nicht so umgebracht? Am Ende sind sie alle tot. Das ist ja wohl klar. So, gut, dann gehen wir jetzt, keine Ahnung, wo soll ich die, kann ich die hier abnehmen und sortieren? Soll das hier die rote Wäsche sein, die ich sortieren soll? Die hier hängt zum Abnehmen. Fertig getrocknet, zum Abnehmen. Ne, auch nicht. Wie soll ich denn dann die Wäsche sortieren? Was wollt ihr denn von mir? Ich weiß doch nicht, was ihr von mir wollt. Vielleicht hier oben? Ach, kann ich die rausnehmen vielleicht? Kann ich Wäsche waschen? Nee, kann die immer nur aufmachen. Und das ist wahrscheinlich immer noch der Klappdeckel hier, ne? Der mir immer angezeigt wird, nichts anderes. Ja, okay. Aber ich kann Deckel auf und zu... Hier, Trulla! Ach Mensch, guck. Guck mal hier. Sie kann auch. Bringen wir die doch auch gleich mal um. Hallo, Liebling. Hi. Was, die Susan? Die möchte auch dran glauben. Hausmädchen Susan, sie kümmert sich um die Wäsche. Ja, die können wir doch auch uns vorknüpfen. Machen wir mal hier den Deckel auf. Und dann kriege ich doch einfach in den Wäschedings rein. Können wir die manipulieren? Die gute? Sortieren wir ein bisschen die Wäsche und helfen Mama, weil es die bald hier nicht mehr gibt. Finden wir was im Schrank vielleicht. Kannst du mal wiederkommen? Damit ich dich manipulieren kann? In den Wäschedings deinen Kopf reinzustecken? Guck mal, hier ist auch ein Stromkasten, Lüfter. Da lässt sich doch bestimmt irgendwas einrichten. Hm? Und die Jungs da hinten doch bestimmt auch. Das habe ich ja schon damals gesagt. Oh, hallo Lucius. Hallo. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Wer bist denn du überhaupt nochmal? Hast du die Kassette Michael schon gefunden? Michael, ein Zimmer hier extra? Hallo. Kassette, ist die nicht da drinnen im... Oh, Grafik... Blödsinn. Hallo. Hallo. Können wir hier was mitnehmen? Nein? Okay, ich würde sagen, ich schaue mich hier weiter um im nächsten Part von Lucius, Leute, mit super Qualität und super Zuschauern und super Spiel und dann schauen wir weiter. Bis dann!